In unserer Gesellschaft ist jede Art von Beziehung zwischen Mann und Frau erlaubt. Wenn du dich also einem anderen Geschlecht zugeneigt fühlst, dann darfst du problemlos alles machen, was du möchtest. Es gibt kein Gesetz, was es dir verbietet. Dieses freiheitliche Ausleben hat dazu geführt, dass die Sinnhaftigkeit einer Ehe aufgehoben wurde. Warum also heiraten, wenn man sowieso außerhalb einer Ehe alles machen kann? Hinzu kommt, dass man die Ehe als eine finanzielle Last betrachtet. Man muss dann nicht mehr Verantwortung für sich, sondern auch für den Partner tragen. Umso wichtiger ist es, dass wir den Sinn und die Wichtigkeit einer Ehe verstehen und die islamische Perspektive einnehmen. Liebe Geschwister, schon von klein auf lernen wir die Wichtigkeit des Familienlebens kennen. Man besucht die Familie nicht nur zu besonderen Anlässen, sondern auch an normalen Tagen. Es ist etwas, worauf der Islam großen Wert gelegt hat. Uns wird beigebracht, dass eine stabile Familienstruktur zum Erhalt einer gesunden Gesellschaft führt. Denn es sind Männer und Frauen, die eine Gesellschaft ausmachen. Und wenn diese eine harmonische Beziehung zueinander haben, so führt dies zu einer gesunden Gesellschaft. Probleme und Auseinandersetzungen innerhalb einer Familie führen automatisch zu Problemen in einer Gesellschaft. Heute beobachten wir jede Menge instabile Familien. Kinder, die ohne Eltern aufwachsen. Eltern, die in den Pflegeheimen den Rest ihres Lebens verbringen müssen und auf fremde Menschen angewiesen sind, weil den Kindern andere Dinge wichtiger geworden sind und sie keine Zeit mehr für ihre Eltern haben. Ein anderes Problem sehen wir darin, dass immer mehr Paare fremdgehen. Ein solches Verhalten führt sicher nicht zu einer harmonischen Gesellschaft. Eine der häufigsten Trennungsursachen ist die Untreue. Damit sich die Probleme innerhalb einer Gesellschaft in Grenzen hält, bedarf es Regelungen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat für jede Realität ein entsprechendes Gesetz offenbart. Und manchmal mag das Gesetz hart sein, aber nur so ist ein harmonisches Leben innerhalb einer Gesellschaft möglich. Damit manche Länder ihren Staat schützen, haben sie hohe Strafen auf Steuerbetrug festgesetzt. Andere haben wiederum hohe Strafen für Vergewaltiger festgelegt. Jedes System braucht Gesetze, damit es sich und seine Bürger schützt. Andernfalls würde jeder das tun, was er für richtig hält, und es würde automatisch zu Chaos führen. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Beziehung zwischen Mann und Frau durch den Ehevertrag geregelt, der mehrere Ziele verfolgt. Erstens, das Ziel einer Ehe ist nicht einfach, dass zwei Liebende miteinander zusammenkommen. Nein, es entstehen neue Familien, die miteinander verschmelzt werden. Es werden also Familienstrukturen geschaffen, die für den Fortbestand einer Gesellschaft verantwortlich sind. Zweitens, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Heiratet und vermehrt euch, denn ich werde am Tag der Auferstehung auf eure zahlenmäßige Überlegenheit den anderen Nationen gegenüber stolz sein. Heutzutage gibt es viele Menschen, dessen Kinderwunsch sich sehr im Rahmen hält. Oftmals werden Kinder als Last angesehen und man verbindet sie mit Einschränkungen. Keine Zweisamkeit wie zuvor, keinen ruhigen Urlaub und keine Karriere. Und dazu noch ein Kostenfaktor. Wenn der Wunsch nach Kindern vorhanden ist, dann beschränkt er sich oft nur auf ein bis maximal zwei. Der Islam hingegen legte das Zeugen von Kindern als einen Schwerpunkt der Ehe fest. Drittens, einen weiteren Grund für die Heirat erkennen wir, wenn wir betrachten, wie Allah subhanahu wa ta'ala Mann und Frau erschuf. Wir wissen, dass intime Beziehungen zwischen beiden, abgesehen von der Ehe, verboten sind und der außereheliche Geschlechtsverkehr eine schwerwiegende Sünde ist. Wir wissen aber auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala Mann und Frau so erschaffen hat, dass sie ein Verlangen füreinander haben. Die Eheschließung ist die islamisch korrekte Lösung, dieses instinktive Verlangen zu befriedigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Es gibt nichts wie die Ehe für zwei Menschen, die einander lieben. Meine geehrten Geschwister, dieser Thematik wird häufig nicht die nötige Aufmerksamkeit gewidmet. Die Realität zeigt aber, dass dieser Punkt sich zu einem großen Problem entwickeln kann, wenn man ihn ignoriert oder jedem das Lösen dieses Problems selber überlässt. Die Regelung für das Zusammenkommen zwischen Mann und Frau wurde im Islam bis ins kleinste Detail festgelegt. Von der Kennenlernphase bis zur Nikah, was ihn gültig und ungültig macht, den Zeugen und welche Bedingungen sie erfüllen müssen, den Geschlechtsakt, was dabei erlaubt und verboten ist.
wer der Entscheidungsträger ist und wer welche Rolle einnehmen muss. Die Erziehung der Kinder, die Regelung des Hauses und die Verwaltung der Familieneinnahmen. All das und noch viel mehr hat der Islam für uns geregelt, weil das Familienleben eines der wichtigsten Säulen einer Gesellschaft bildet. Man liest über das harmonische Familienleben aus der Zeit der Sahaba, aber auch heute hört man immer wieder von Nichtmuslimen, wie stark unsere familiäre Bindung ist. Und das liegt natürlich daran, weil der Islam uns dahingehend erzogen hat, auf unsere Älteren und Jüngeren Acht zu geben und sie zu respektieren, denn Allah subhanahu wa ta'ala wird uns am jüngsten Tag darüber befragen. So müssen wir verstehen, dass der Garant für eine gesunde Gesellschaft eine harmonische Familie ist. Dem hat sich der Islam gewidmet und einen Schwerpunkt gegeben.